Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Clash of Clans. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ja, es ist nun soweit. Wir kommen heute zu der sagenumwobenen Auflösung und ich möchte euch auch so ein bisschen auf den neuesten und aktuellsten Stand bringen. Ihr seht hier, ich bin Level 156 und in der Kristallliga jetzt wieder unten beim Farm. Ich habe die Road to Legend geschafft. Das heißt, ich bin auf 5007 Pokale genau gekommen. Kann man auch bei meinem Profil sehen. Und ja, es hat sich ein bisschen was getan. Wir sind hier ein paar mehr Leute geworden. Wir sind mittlerweile jetzt 46 anstatt so um die 40. Das schwankt ja manchmal immer so. Haben wieder eine Zweier-Siegesserie, 214 gewonnene Clankriege jetzt. Unser Kriegslog sieht eigentlich auch sehr gut aus. Wir haben unsere Clanbeschreibung geändert, da wir jetzt auch auf den Zug mit aufspringen mit den Engineered Bases. Wir wollen also Town Hall 8 auch wieder rekrutieren. Wir nehmen also auch wieder Spieler unter Level 100 und so weiter an. Und haben besonderen Fokus auf Town Hall 8.5 und Town Hall 9.5 und natürlich auch auf die Town Hall 10.5 Basen, was nichts anderes bedeutet, als dass ein Rathaus 10er eben dann jetzt auch das Rathaus 11 baut und dann die Truppen von diesem Rathaus 11 ausbaut. Ja, uns ist besonders natürlich immer noch wichtig, dass die Leute in den Clankriegen gut angreifen können. Und das ist natürlich dann auch so eine Sache. Und wir haben jetzt auch einen Partnerclan. Und zwar den War Collective, habt ihr gerade im Profil gesehen. Das ist der hier, ist ebenfalls ein sehr starker Kriegsclan. Die haben den Log gerade offen, da sieht man 150 Siege zu 30 Niederlagen. Ist natürlich wirklich eine ganz schöne Hausnummer. Die sind auf jeden Fall mit uns so auf Augenhöhe. Und deswegen haben wir jetzt diese Partnerschaft geschlossen, um dann auch auf Dauer mal mehr Scrims zu veranstalten und eben auch mit anderen Clans noch das ganze COG-Universum ein bisschen größer für uns zu gestalten, damit wir ein bisschen mehr Spaß dabei haben. Ja, und eben alles noch ein bisschen angenehmer wird. Wenn ihr daran interessiert seid, also es gibt ja die Clans War Collective, Unfehlbar und Fighters Camp 2. Das seht ihr auch in dem Video von dem Scrim, da könnt ihr natürlich auch gerne beitreten. Ja, und ansonsten ist es dann natürlich jetzt noch so eine Sache hier mit den Dörfern, mit den Engineered Dörfern. Würde mich mal interessieren, was haltet ihr davon? Wir haben momentan noch nicht ganz so viele 9.5er bei uns mit drin, aber ihr seht schon, es sind, sag ich mal, ziemlich viele Spieler über Level 100. Das bedeutet, dass da eine Menge Rathaus 9er oder Rathaus 10er mit drin sind. Unser Log ist auf jeden Fall nicht viel schlechter geworden, bis darauf, dass wir nicht so eine lange Siegesserie geschafft haben. Und wir schauen jetzt mal beim letzten Krieg rein. Gegen den Iran haben wir da gekämpft. Und ihr seht schon, wir haben oben ganz gut verteidigt. Unsere Gegnerbasen waren auch nicht schlecht. Und die hatten auch ein Rathaus 11er, wie ihr seht. Bei dem haben wir auch beide verkackt. Naja, aber der Rathaus 11 hat es eben auch nicht geschafft, 3 Sterne zu holen. Und diesen einen Angriff, den zeige ich euch auch gleich. Und ihr seht hier schon, so eine Maxed-Out Rathaus 11 Basis ist schon schwer zu knacken. Also wir haben es zweimal probiert. Ihr seht schon bei mir unten 47%. Bin ins knapp vorbeigerauscht. Mit Valkyren habe ich es probiert. Aber momentan war das noch einfach ein bisschen zu schwer. Die Eagle-Artillerie wurde ja jetzt seit dem neuesten Update runtergenervt und ich meine, bei 180 Truppen aktivierte sich erst, als wie davor bei 150 Truppen. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten jetzt, das zu machen. Naja, aber das Hauptproblem bei diesem CW war eben, dass das Matchmaking das so gemacht hat, dass die Gegner ein Rathaus 11 hatten und 2 Rathaus 8er mehr und damit dann das Warweight gepasst hat. Und wir eben nur die Rathaus 10er oben haben und nur einen Rathaus 8er unten. Und was natürlich dieses Matchmaking dabei komplett übersieht, ist, dass dieser eine Rathaus 11er oben ausschlaggebend für den Sieg oder für die Niederlage sein kann, beziehungsweise viel, viel stärker ausschlaggebend ist als die paar Rathaus 8er unten mehr. So, und dann schauen wir uns jetzt mal diesen Angriff an. Er hat hier Mass-Bowler gemacht mit Loons in der Hinterhand, hat 6 Heiler mit dabei und macht keinen Queenbock, um irgendwie die Clanburg zu locken, sondern baut sich ganz einfach den Gang, so wie man das auch kennt, nutzt hier die Loons schon mit zum Gang bauen. Fand ich persönlich nicht so intelligent. Und der Ben, der hat hier eine ziemlich miese Base, die nicht so wirklich standardmäßig jeder hat, sondern die kennt nicht unbedingt jeder und deswegen weiß man da auch noch nicht genau, wie man angreifen soll. Die beiden Infernos, auch gerade hinten, stehen da schon sehr gut, aber na, was soll man machen, wenn dann Rathaus 11er kommt mit einem 20er Warden und der seine 5 Zauber hat und die starken Truppen, die Level 3 Bowler, da muss eine Rathaus 10 Base eben auch so gut wie überrannt werden. Also so sollte es auch sein. Nur ihr seht schon, der hat hier ganz schön Probleme gehabt.
hat zum Beispiel seine ganzen Bowler verloren und die paar Heiler reichen da jetzt nicht aus, um gegen den Inferno den Warden am Leben zu halten. Und naja, der Hauptfehler an dieser Sache hier war, dass der einfach die Zeit ist da verloren gegangen. Ihr seht schon eine Minute noch auf der Uhr und die Queen schießt jetzt gegen die Mauern. Und da könnt ihr auch gleich direkt eine ganz wichtige Sache daraus mitnehmen. Es ist nämlich wichtig, dass man diese Mauerkreuzungen, also die Ecken, wo sich die Mauern kreuzen, dass man dort die Mauern immer so hoch hat wie möglich. Alle anderen Mauern sind nicht so wichtig, aber auf diese Mauerkreuzungen da, hier ganz genau, da seht ihr zum Beispiel überall, da und da oben, da gehen die Helden und so weiter, die Truppen ganz speziell drauf und können da ja auch viele Abteile öffnen. Also deswegen max diese Mauerkreuzungen bitte als allererstes. Ja. Das ist es soweit zu dieser Base. Und ja, 92%, die Zeit ist verloren gegangen. Und dann zeige ich euch gleich noch die Defense nach der Auflösung. Und ja, für die Auflösung, da springen wir dann jetzt mal ganz kurz einmal um. Blenden wir einmal ein zu dem Random Common Picker. Da sind wir. Und ja, ihr seht schon 52 Commons. So viel wie Video waren, das mit dem Liken, das ist so ein kleiner Fehler irgendwie. Ich weiß nicht ganz genau, warum das er das nicht anzeigt. Auf jeden Fall haben wir geliked. Naja, und gewonnen hat hier der FlameDEX. Er wünscht sich eine Google Play Card, die bekommt er dann auch direkt. Und seine Lieblingsstrategie ist Govahu und Valkyrie. Das können wir wahrscheinlich alle ganz gut nachvollziehen, denn Govahu ist momentan wirklich eine der stärksten Strategien gegen Rathaus 9 und die Valkyrien auf Level 4 oder Level 5 seit dem neuen Update machen die auch einiges mehr an Damage. Ja, ihr findet zu diesen Must-Walk-Attacks auch auf meinem Channel noch Videos. Da habe ich mal oben eins eingeblendet, sodass ihr da euch die Sachen auch anschauen könnt. Und dann kommen wir jetzt mal zu meiner Defense von meinem Dorf. Ihr seht schon, das Rathaus hier ist gemein in der Mitte platziert, getrennt von allen anderen. Das heißt, die Truppen sollen drumherum laufen und durch Bomben laufen. Die Nummer 3 hier mit einer Bowler-Attacke, die ja zu diesem Zeitpunkt, wo, sage ich mal, das neue Update da war mit den Heilern, auf jeden Fall noch sehr, sehr stark ist, weil die Heiler ja nicht fokussiert werden. Und ja, er hat hier schon den Fehler gemacht, er hat keinen richtigen Gang gebaut und die Truppen rennen da jetzt in die Mitte rein. Es stirben schon einige kleine an den ersten Infernos und naja, jetzt geht das Ganze seinen Gang. Ihr habt ja gerade schon gesehen, er failt das ganz knapp. Und da zum Beispiel war ein ausschlaggebender Punkt. Habt ihr gesehen, an den Doppelriesenbomben sind eine Menge Bowler verreckt. Denn das ist ähnlich wie bei Schweine, Doppelriesenbombe ohne Heilzauber. Und wenn die da so auf einmal explodieren, den Schaden können die Bowler nicht tanken und sterben dann instant. Naja, und so hat er hier dann noch seine Queen übrig, die jetzt da oben gegen die wunderbare Level 11 Mauer schießt. Hat also perfekt funktioniert mit den Mauern, die ich da außen geupgradet habe. Und die zwei X-Bögen hier zusammen mit dem Bogenschützenturm und der Kanone, die machen da jetzt auch noch den restlichen Truppen den Garaus aus. Und auch die Heiler können dagegen eben nicht anstinken, werden jetzt auch nochmal dezimiert, ja, beziehungsweise nur leicht. Aber die Queen ist jetzt gezwungen, den Face gleich einzusetzen, eben weil da die beiden X-Bögen drauf sind. Der hätte, denke ich, meiner Meinung nach noch ein bisschen warten können und damit die 50% erreichen können, aber da hat er eben zittrige Finger gehabt und Angst gehabt und es war, ist eh schon alles schlecht gelaufen und ja, so kann so eine Base eben auch ganz schnell mal verteidigen oder eben so eine ein Sterne bringen, denn das ist ja auch eine typische so One-Star oder eben drei Sterne. Ja, da wird aber auch noch ein Video zu kommen, da werde ich noch ein Speedbuild zu machen zu dieser Base und ja, generell ist da noch ein bisschen was im Petto. Ja, worauf ich noch hinaus möchte, ihr wisst ja, dass als nächstes auch die Videos mit den Dorfbesuchen anstehen. Die habe ich nicht vergessen. Es sind wirklich viele Kommentare unter das zweite Dorfbesuch-Video gekommen. Ich werde gar nicht alle Basen besuchen können, aber ich werde mir wieder 4, 5 rauspicken für das nächste Video. Und ja, ihr werdet dann noch sehen, wird dann kommen. Und ich schaue mal, dass ich möglichst viele von euch da, möglichst viele von euch zeigen kann und euch helfen kann, eure Basen da zu verbessern. Ja, der Clan hier, den wir aktuell haben, seht ihr schon, ist hier Russland mit einer 9er Siegesserie. 20 vs. 20, die sind auch nicht schlecht. Das wird auf jeden Fall ein knappes Ding mit denen und ja, bin ich mal gespannt. Momentan Vorbereitungstag, der Kriegstag ist dann
Jetzt gerade im Grunde. Ich kann euch eigentlich nur so viel verraten, dass momentan gar nicht schlecht für uns aussieht, dass die Gegner failen, aber wir auch eine Menge Fails haben. Und ja, wie gesagt, sagt mir Bescheid, was ihr von diesen Engineered Bases haltet und was ihr euch gerne wünscht, auch als neue Videos und Strategien, worüber ich euch ein bisschen was erzählen soll. Ob ihr einfach nur so ein bisschen sehen wollt, was aktuell läuft, was aktuelle andere Strategien sind oder ob ihr speziell bestimmte Speedbuilds haben wollt. Und ja. Dann blende ich euch jetzt hier nochmal einmal ein, die E-Mail. Ja, da seht ihr, ich habe dem FlameDX geschrieben, beziehungsweise er hat mich angeschrieben per Mail und ich habe ihm dann auch den Code geschickt. Das Ganze haben wir über die E-Mail-Adresse von Google gemacht, sodass da auch nichts schief geht. Den Code hat er jetzt schon längst erhalten und hat dann dementsprechend auch schon die 15 Euro in Gems verwandelt. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Clash of Clans beim Dancer. Ciao! Yeah.